Wir sind in der Wabe in Berlin und wir spielen ein Konzert von der Musikschule. Das heißt Tomate rockt. Konzerte sind immer wichtig, Festivals, alles Mögliche. Wir haben viele Gitarristen, viele Schlagzeuger. Das ist großartig, dass wir so in einer großen Saal sowas machen können. Heute sind 150 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, aufgeregt, für manche ist es zum ersten Mal und das alles ist live. Bei Tomate rockt geht es im Grunde darum, die Kids mal auf die große Bühne zu bekommen. Das ist eine wichtige Erfahrung für die. Und dazu werden SchülerInnen von Tomatenklang kurz vorher in Bands zusammengefasst. Wer Lust hat, kann mitmachen. So, und dann werden sie hier auf die Bühne geschoben. Wir sind die Grünaten. Wir spielen heute zwei Songs, einmal Dauerwelle und Aufstehen. Langsam baut sich halt der Adrenalin auf, man wird immer nervöser. Ja, ist halt erstes Mal Konzert. Smart Rock Festival gibt es, um allen Schülern eine Möglichkeit zu geben, abzurocken, auf der Bühne zu stehen, miteinander Musik zu machen, um sich gegenseitig abzufeiern und man einfach einen bunten, schönen Abend miteinander hat. Wir haben dieses Jahr das Thema Glamrock, also 70er Jahre. Wir haben T-Rex dabei, wir haben Sachen aus der Rocky Horror Picture Show. Also so dieses Programm. Ich liebe es zu singen, ich liebe es zu tanzen. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre, alle sind nett und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Tomatenklang ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte freie Musikschule in ganz Berlin. Das ist das Besondere, wir sind eben keine staatliche Musikschule. Es ist ein Riesenladen, unglaublich viele Leute, ein großes Kollegium, ganz viele SchülerInnen. Aber trotzdem ist das Feeling total familiär und das ist das, was Tomatenklang ausmacht. My mouth is dry. My
war am Anfang aufgeregt und dann haben wir angefangen zu spielen und dann war es auch noch geil. Ich habe ein, zwei Fehler gemacht, aber die hat man nicht bemerkt. Das war auch mein erster Auftritt und es waren 150 Kinder da, habe ich gehört. Das war, glaube ich, für einen Neunjährigen viel Erfolg. Gut, nur ich habe ein Gitarrensolo, wollte ich auf die Verzerrung drücken, habe mich leicht verklickt und habe das nicht verzerrt und dann ja, hat man es nicht so da gehört. Es war großartig, weil unglaublich viele, unfassbar viele Leute da waren. Und weil es nach diesen Jahren der Pause richtig nach vorne gegangen ist. Und alle haben einfach so toll gespielt und viele ja auch zum ersten Mal. Gänsehautmomente gab es heute auf jeden Fall. Sehr begeistert. Ich fände es ja gut, wenn es sich zu einem Festival ausweiten würde. Und zwar mindestens 3 Tage. Wir zelten, genau, am besten irgendwo schön an einem See. In diesem Sinne, Tomate rockt! Yeah.